Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV am Mittwoch. Ja, die Anleger, die scheinen nach der Rallye der vergangenen Monate erst einmal durchschnaufen zu wollen. Der Deutsche Leitindex, der schaffte es gestern mal wieder nicht, die Marke von 12.000 Punkten zurückzuerobern. Die Handelsspanne, die war mit gerade einmal 53 Punkten auch ziemlich gering. Am Ende, da schloss der DAX bei 11.966 Punkten. Das ist ein Plus von 0,06% bzw. 8 kleinen Pünktchen. Wir schalten auch gleich mal an die Börse nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebisch. Schönen guten Morgen. Viola, ja, wie sind denn die Vorgaben für den heutigen Handelstag? Könnte das was werden mit den 12.000 Punkten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Für den Start sieht es eher nicht wirklich danach aus. Der dürfte ein wenig rot eingefärbt sein. Du hast ja schon angesprochen, gestern ein weiteres Mal Zurückhaltung bei den Anlegern. Immerhin hat der DAX noch ein paar Pünktchen plus rausgeholt. Beim Dow sah es da schon ein bisschen mehr nach Verlusten aus. Also nur kleine Verluste, zwar 0,1% ging es am Ende des Tages abwärts. Aber die Zurückhaltung, die hat man eben auch da gespürt. Zurückhaltung vor den US-Jobdaten am Freitag und generell rechnet man ja immer mehr mit einer Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank, eben schon beim nächsten FED-Sitzungstermin Mitte März. Ja, und da übt man sich, wie gesagt, gerade noch ein bisschen in vorsichtiger Zurückhaltung. Für uns heißt das natürlich auch in dieser Woche noch, steht ja auch noch die EZB auf der Agenda, aber natürlich der große Termin auch die US-Jobdaten, auf die wir besonders schauen werden. Die asiatischen Vorgaben, die sind ein weiteres Mal gemischt. Heute Morgen sehen wir ein weiteres Mal beim Nikkei Rot. Vorzeichen, der Hang Seng in grün unterwegs, der Shanghai Composite aktuell leicht im Minus unterwegs, also auch von der Seite keine ganz klaren Vorgaben. Ja, und wie gesagt, zum Start könnten wir hier leicht rot tragen, dann haben wir jede Menge Zahlen auch heute aus dem DAX schon vorgelegt, haben mittlerweile die Deutsche Post, außerdem haben wir noch Adidas und Beiersdorf auf der Agenda und heute Nachmittag die ADP-Jobdaten aus den USA, die gelten ja schon mal so ein bisschen als Vorbote für den großen Arbeitsmarktbericht vom Freitag, also da werden wir auch noch mal sehr genau hinschauen. Ganz herzlichen Dank, Jola, für den kleinen Überblick. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. So wie es aussieht, werden wir wohl rot tragen. Schöne Formulierung von Viola Grebe. Schauen wir uns jetzt mal unsere Marktidee für den heutigen Tag an. Die ist heute nämlich Brenntag. Die Aktie, die befindet sich derzeit übergeordnet in einer Korrekturphase. Gestern war das Papier sogar der größte Verlierer im MDAX. Die Anleger, die waren nämlich ziemlich unzufrieden mit den Zahlen des Chemikalienhändlers. Umsatz und Gewinn waren zwar leicht gestiegen, dennoch zu gering für den Markt. Da nützte auch gestern die um 5% erhöhte Dividende nichts. Aktuell liegt der Kurs unter 53 Euro. Eine ausführliche Chartanalyse hierzu und potenzielle Kursziele, die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag und freue mich, wenn wir uns dann auch morgen wiedersehen. Bis dahin.